2500 Kilometer zu Fuß durch Europa. Auf Jakobswegen vom Bodensee zum Ende der Welt. Der Weg beginnt, wenn man in Santiago angekommen ist. Vielleicht sind die meisten Pilger unterwegs, um einen Anfang zu finden. Den Ausgangspunkt für ein genauer definiertes, bewusster erlebtes und darum freieres Leben. Auf dem Weg nach Santiago und Finisterre habe ich unter anderem eine hochmotivierte Schnellfeuerwaffe und den Räuberhauptmann von Fonsebadon kennengelernt. Eine hochmotivierte Schnellfeuerwaffe. Ironischerweise wird in der Pilgerherberge von Astorga ein Stadtrundgang angeboten. Interessante Idee, sich nach 60 Kilometern Fußmarsch auf eine kleine Stadtbesichtigung zu begeben. Dabei fällt mir wieder auf, wie laut und lebendig selbst die kleineren Städte in Spanien sind. Astorga liegt auf einer Anhöhe. Bereits von Weitem sieht man seine Stadtmauern. Stolz blickt es auf seine Umgebung herab. In der Altstadt reiht sich Kirche an Kirche und unsere Reiseleiterin scheint sich vorgenommen zu haben, sie alle zu besichtigen. Dabei zeigt sie ganz aufgeregt auf die alten Inschriften, fuchtelt mit ihrem Fächer vor der Nase herum und lässt gleichzeitig einen Schwall Worte auf uns regnen, der sich wie eine Maschinengewehrsalve anhört. Zum Durchladen holt sie zwischen manchen Sätzen tief Luft, was wiederum an das schrille Pfeifen eines entfernten Zuges erinnert. Die Frau ist ein Phänomen, eine echte Spanierin, die sich einen Teufel darum schert, ob wir etwas von dem verstehen, was sie auf uns loslässt. Und mir fällt auf, dass ich zeitweilig gar nicht mehr auf den Inhalt ihrer Worte achte, sondern nur staunend versuche herauszufinden, wo ein Satz aufhört und der nächste beginnt. Generell ist das ursprüngliche Spanisch, Castellano, wie es in Zentralspanien gesprochen wird, äußerst zackig und besteht vor allem aus abgehackten Worten, wobei es die Einwohner des Landes dank jahrelanger Übung dennoch hinbekommen, das Ende eines Wortes manchmal, aber nicht immer, nahtlos mit dem Anfang des folgenden Wortes zu verschmelzen. Eine Meisterleistung. Darüber hinaus leisten sich die Spanier einige kleine Schmunzeleien, wie zum Beispiel die lässige Angewohnheit, auf Personalpronomen zu verzichten. Hier sagt man nicht, ich gehe, yo voy, oder weißt du, sabes du, sondern nur voy und sabes, denn der gemeint ist, erkennt man ja an der Form des Verbs. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Einwohner dieser Halbinsel nicht entscheiden können, ob sie den Buchstaben V nun eher wie ein W oder doch lieber wie ein B aussprechen wollen, dass sie das R manchmal rollen, ganz besonders, wenn sie aufgeregt sind, aber nicht immer, und dass das C und das Z manchmal gelispelt wird, aber genau, nicht immer. Interessant hört sich das beispielsweise an, wenn ein Energiebündel wie unsere Reiseleiterin den Namen der schönen südspanischen Stadt Jerez ausspricht. Jerez! Da sucht man automatisch nach Deckung. Vor allem, weil bei der letzten Silbe abrupt die Zunge vorschnellt und gefährlich zwischen den Lippen vibriert. Viele sagen, dass sich das Spanische nur über das Gefühl erschließt. Mit Logik ist da nichts zu machen. Am nächsten Morgen verlasse ich Astorga kurz vor Sonnenaufgang. Meine Beine schieben mich fast automatisch vorwärts. Kein Vergleich mehr zu meinen Mühen in den Schweizer Bergen. Bis zum Mittag habe ich 30 Kilometer zurückgelegt und kaum bemerkt, dass es dabei stetig bergauf gegangen ist. In dem knapp 1500 Meter hochgelegenen Gebirgsdorf Fonsebadon entschließe ich mich zu einer ersten Pause und trete in eine Bar. Nun ist der Akt des Eintretens in eine Bar an sich nichts Außergewöhnliches. Vermutlich treten in dem Moment, in dem Sie diese Zeilen hören, Tausende von Menschen irgendwo auf der Welt in eine Bar
Doch als ich in das Gasthaus von Fonse Badonnen eintrete, bleibt mir trotzdem der Mund vor Staunen offen. Das hier ist keine gewöhnliche Kneipe. Das hier ist eine Räuberhöhle. Die Wände, an denen riesige Kuhfelle hängen, sind aus Stein. Selbst gezimmerte Holztische stehen chaotisch im Raum. Ein alter Kamin flackert im Hintergrund. Als ich eintrete, tönen mir uralte keltische Rhythmen entgegen. Und die Luft ist erfüllt von herzhaften Gerüchen nach geräuchertem Schinken und frischem Käse. Soweit eingestimmt, werfe ich einen Blick in die Runde. Eine bereits angeheiterte Pilgergruppe hat sich am hinteren Tisch niedergelassen und diskutiert eifrig mit dem Barbesitzer, der mit dem Rücken zu mir steht. Als er mein Eintreten aus den Augenwinkeln bemerkt, dreht er sich langsam zu mir um. Ich blicke in ein derbes, von Wind und Sonne gegerbtes Gesicht, aus dem heraus mich zwei dunkle Augen wie Abgründe fixieren und das von wilden, pechschwarzen Locken umrahmt wird. Über einem lange nicht mehr gewaschenen Vollbart schnellt eine Nase hervor, die beinahe erschreckende Ausmaße besitzt und schwungvoll abwärts gebogen ist, als stürze ein reißender Wasserfall über eine Steilklippe. Weiter unten schließt sich ein mit Flecken übersätes Rüschenhemd an, das in eine dunkelgrüne Lederhose übergeht. Ein Lendenschurz, der den nicht eben geringen Bauchumfang umfasst, hält die ganze Pracht zusammen. Und ein riesiges Messer, das der Fremde in seiner rechten Pranke hält, rundet das Bild vollends ab. Der Barbesitzer von Fonse Badonnen sieht aus wie ein Bilderbuchräuber. Und er verhält sich auch so. »Na, da haben wir ja einen neuen Gast«, schreit er mir ins Gesicht. In diesem Tonfall hätte er auch »Hände hoch, du elender Wicht« oder etwas Ähnliches rufen können. Vielleicht sollte ich ihm sagen, dass gar kein Grund besteht, so herumzubrüllen. Immerhin stehe ich genau vor ihm und mit dieser Stimme könnte er einen ausgewachsenen Bären in die Flucht schlagen oder eine Kuh betäuben. »Was darf's denn sein?« schmeißt er mir entgegen, und als ich etwas von Jamon murmele, packt er sein Messer und hackt auf einen riesigen Schinken ein, den er mir zusammen mit einem halben Liter Wein auf einem Holzbrett serviert. So komme ich zu einem rustikalen Mittagessen. Als ich gerade aufbrechen will, kommt neuer Besuch in das Gasthaus. Die drei Spanier, die Radfahrer, die ich seit Leon immer wieder einhole, betreten die Bar. Wie immer sind sie perplex, mich hier anzutreffen, und ihr Staunen steigert sich zudem exponentiell, als sie Mr. Hotzenplotz entdecken. Als sie ihn jedoch stecken, dass ich vorgestern noch in Leon war, beginnt er in mir so etwas wie einen Verbündeten gegen diese ganze verweichlichte Jugend zu sehen. Was mir dann doch zu bunt wird. Wenn der wüsste, dass ich an keinem Kiosk vorbeigehen kann, ohne mir ein Eis zu kaufen, und dass ich panische Angst vor Wespen habe, würde er wohl kein Wort mehr mit mir wechseln. Oder gleich Hackfleisch aus mir machen, so wie er vorhin den Schinken malträtiert hat. So aber fürchte ich, dass er mir irgendwann auf die Schulter klopfen wird und mir »Solche Männer brauchen wir« oder etwas ähnlich Unpassendes entgegenschreit, und mache mich, um das zu vermeiden, wieder auf den Weg nach draußen. Nachdenklich setze ich meinen Weg fort. Die Gründe für Jakobspilger, sich auf den Weg zu machen, sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Viele sehen den Weg als sportliche Herausforderung. Andere wollen ein paar Wochen mit Freunden verbringen. Manche gehen spontan los, weil ihr Leben eine unerwartete Wendung genommen hat. Wieder andere planen den Weg wochenlang im Voraus. Einige tauschen ihren Alltag gegen einige Wochen Wanderschaft ein, nachdem sie einen Jakobsweg-Artikel in der Zeitung oder den Bestseller von Paulo Coelho gelesen haben. Viele treibt die Abenteuerlust Richtung Santiago. Eine Minderheit ist aus religiöser Überzeugung unterwegs. Beinahe alle aber verändern sich auf dem Weg. Ihr Handeln orientiert sich nach und nach nicht mehr daran, was andere von ihnen erwarten, erhoffen
oder befürchten, sondern an den Stimmen in ihrem Inneren, wodurch sie an Stärke und an Unabhängigkeit gewinnen. Die schönsten Momente ergeben sich oft gerade dann, wenn man zu Umwegen gezwungen ist und sich Zeit nehmen muss, um mit den Menschen zu sprechen. Manchmal muss man umkehren, wenn sich ein Weg als der falsche herausstellt. Und manchmal muss man einen anderen Weg trotz Hindernissen und einer Sturmfront bis zum Ende gehen. Der Jakobsweg ist eine Metapher für unser Leben, in dem wir gegen Widerstände ankämpfen, oft die Richtung wechseln müssen und am Ende dennoch unser Ziel erreichen. Sonne, Staub, Übernachtungen auf alten Matratzen, unvergessliche Begegnungen und das große Geheimnis des eigenen Wesens. Das ist der Jakobsweg.